Hast du Lust, gleich noch einen Film zu schauen? Hast du den neuen Film schon gesehen? Warte, welchen meinst du? Den mit den Meerjungfrauen. Oh mein Gott, ja, der war so gut, der war so realistisch. Da kann man sich richtig vorstellen, wie es ist, eine Meerjungfrau zu sein und im Wasser zu leben und den ganzen Tag nur rumzuschwimmen und mit seinen Freunden was zu machen. Das klingt so super. Der war so toll. Ich wünschte, wir wären auch Meerjungfrauen. Das wäre so cool. Das wäre so viel cooler, als ein Mensch zu sein. Ja. Oh mein Gott, okay, ich habe eine Idee. Lass uns im Internet suchen, ob wir Rituale finden, mit denen wir uns in Meerjungfrauen umverwandeln können. Und dann können wir auch als Meerjungfrauen leben. Da muss es doch safe was geben, oder? Oh mein Gott, ich mach den Laptop an. Ronja, ich habe was gefunden. Warte, so schnell schauen. Warte, zeig, 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 zeig. Wir müssen beim Mondschein in den See hüpfen. Warte, draußen? Es ist gerade Mondschein, oder? Es ist noch Nacht. Warte, ich guck mal kurz auf den Balkon, ob wir den Mond sehen. Ah, Tür klemmt. Okay, keine Ahnung, wie ich hier rauskomme. Ich guck mal von hier aus, vielleicht sehen wir den Mond. Eigentlich ist es mitten in der Nacht, eigentlich müsste der Mond gerade da sein. Okay, dann lassen Sie jetzt direkt in den See gehen. Was müssen wir dann machen? Einfach nur in den See springen? War es das? Das kann ja nicht sein. Dann können wir für 24 Stunden Meerjungfrauen sein. Oh mein Gott. Okay, auf. Okay, ich kenne eine Abkürzung. Ab hier. Rutsche. Oh Gott. Ich bin so froh, dass deine Eltern das in das Haus eingebaut haben. Das ist so cool. Einfach der beste Weg, um runterzukommen. Stell dir das mal als Meerjungfrau vor. Muss ich mir nicht mehr lange vorstellen, weil bald ist es wirklich so. Okay, wir müssen zum See. Brauchen wir sonst noch irgendwas? Oder war es einfach nur, dass wir jetzt ins Wasser hüpfen? Nur ins Wasser hüpfen. Oh, ja, da ist der Mond. Okay, schnell. Oh mein Gott, der Mond geht fast unter. So, schnell, beeil dich. Okay, Fahrrad einmal runter. Und schnell ins Wasser, während der Mond noch da ist. Okay, das war super knapp. Der Mond ist schon hinterm Berg verschwunden. Denkst du, es hat noch funktioniert? Fühlst du dich anders? Oh mein Gott, ich fühle mich anders. Ich habe das Gefühl... Warte, meine Beine sind zu einem Schwanz geworden. Deine auch, oder? Oh mein Gott, ich schwimme ganz anders. Huh? Oh mein Gott, alles kribbelt. Warte, und die Sonne ist schon aufgegangen. Wie lange sind wir jetzt hier gewesen? Wie lange hat das Ganze gedauert? Das hat sich angefühlt wie 2 Sekunden. Du schwimmst so schnell. Oh mein Gott, du hast recht. Oh mein Gott, das ist so cool. Ich bin so schnell, guck mal. Okay, wir sollten uns langsam aufmachen, sonst kommen wir zu spät zur Schule. Oh nein, schnell. Oh mein Gott, wir verpassen noch die erste Stunde. Okay, ja, wir können uns beeilen. Die Schule ist ja direkt da drüben. Wir sind ja zum Glück schon beim See gewesen. Boah, alles sieht heute so schön aus. Alles ist so lila und die Bäume sind schon wieder lila. Und die Schule hat die Flagge dran und die Schleife. Ist heute irgendein besonderer Tag? Der Geburtstag der Rektorin. Oh, stimmt, da dekorieren sie ja die ganze Schule um. Okay, wild, aber wir sollten, glaube ich, trotzdem... Was haben wir denn zuerst? Englisch, Mathe? Ich glaube Mathe? Boah, wir müssen uns irgendwie einen Plan überlegen, dass wir nicht zum Schwimmunterricht müssen, weil sonst verwandeln wir uns um und dann sieht das jeder. Oh nein, das habe ich ganz vergessen. Vielleicht können wir sagen, wir haben uns verletzt? Sagen wir einfach, uns tut was weh. Okay, super Gedanke, so machen wir. Weißt du was, ich gehe vor zum Lehrer und sag ihm Bescheid. Entschuldigung, Herr Lehrer, aber wir haben uns die Ohren gebrochen und deswegen können wir leider heute nicht beim Schwimmunterricht mitmachen. Ist das okay? Er meinte, er glaubt uns nicht, aber es geht schon klar. Er hat auch keine Lust auf Schwimmunterricht gehabt in unserem Alter. Also schätze ich mal, sind wir nochmal gut fein rausgekommen, aber wir sollten uns auf Mathe konzentrieren. Juhu! Dann können wir nachher in deinen Pool. Oh ja, lass uns das machen. Herr Lehrer, ich habe meine Hausaufgaben nicht direkt dabei. Ich auch nicht. Oh Mann, er hat es notiert. Ja, du hast recht, aber immerhin haben wir nicht den Schwimmunterricht heute. Stimmt. Ronja, los, ich will mich wieder verwandeln. Okay, let's go. Und im Wasser. Oh, ich spüre schon, wie sich was verwandelt. Oh mein Gott, yeah, es ist so toll. Oh mein Gott, siehst du, wie schnell ich schwimmen kann und wie hoch ich springe? Wow, wie ein Delfin. Es fühlt sich auch so super an. Oh mein Gott, wollen wir in den See? Wollen wir im See schwimmen statt hier? Ja, da ist so viel mehr Platz. Aber ich muss vorher mit meiner Mom noch abwaschen. Oh, okay, warte, ich helfe dir, dann geht's schneller. Dann können wir direkt rüber. Yay! Los, komm mit. Okay, warte, der Abwasch ist oben in der Küche einfach, oder? Ja, genau hier. Warte mal. Ich habe in dem Film gesehen, dass wenn man Wasser berührt, man sich verwandelt. Was ist, wenn wir auch beim Abwaschen unsere Hände irgendwie nass kriegen und uns dann verwandeln? Oh nein! Warte, halt mal testweise deine Hand ins Wasser. Du hast recht! Spürst du schon was? Es fängt an zu kribbeln. Oh, warte, dann schnell weg aus der Küche, nicht, dass deine Mom kommt und uns erwischt. Okay, ich bringe uns schnell hoch in dein Zimmer. Schnell! Okay, dann warten wir jetzt einfach kurz ab, bis du dich zurückverwandelst und dann, ich guck mal, ob deine Mama irgendwo in der Nähe ist. Ich glaube, sie ist aber noch nicht zu Hause, das Auto ist noch nicht da.
Wir haben auch nicht mehr so lange, oder? Nur noch eine Nacht, dann sind wir wieder Menschen. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass wir uns zurückverwandeln. Ich glaube auch. Okay, dann lass uns einfach für die letzte Nacht das Wasser meiden und uns nicht mehr verwandeln, damit wir keine Aufmerksamkeit erregen. Und dann verwandeln wir uns ja eigentlich nach der Nacht nochmal zurück. Ja, wir sollten für heute drinnen bleiben. Lass uns einen Film schauen. Ja, lass uns das machen. Aber es war super spaßig, einen Tag als Meerjungfrauen zu leben. Ja! So, das war's mit dieser Folge von Wir tauschen einen Tag Leben mit Meerjungfrauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal. Dann verpasst ihr nämlich keine neuen Videos. Und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!